Es ist Zeit, Leute, für ein weiteres Rezept aus meiner Suppen-Catering-Zeit. Wir machen die von euch gewünschte Blumenkohl-Haselnuss-Suppe. Auf geht's! Zuallererst schneiden wir den Strunk aus unserem Blumenkohl raus, damit wir möglichst viele verschiedene Blumenkohl-Aromen in unserer Suppe haben. Rösten wir die eine Hälfte mit ein bisschen Öl bei 190 Grad im vorgeheizten Ofen. Der restliche Blumenkohl kommt kleingeschnitten zu den angeschwitzten Schalotten. Das Ganze füllen wir direkt mit 400 ml Sahne und 100 ml Wasser auf und ziehen den Blumenkohl auf niedriger Hitze dahin ganz langsam gar. Wenn der Blumenkohl schön weich ist, direkt in unseren Mixer geben. Der gebrannte Blumenkohl kommt einfach hinterher. Eine kleine Flocke Butter, eine Prise Salz, frisch gemahlener Pfeffer, eine kleine Prise Cayennepfeffer. Und die Essenz der Suppe ist Haselnuss. Haselnuss ist natürliches Pairing für Blumenkohl. Und nehmt hier wirklich, wirklich vernünftiges Haselnussöl. Und ab geht er. Und jetzt servieren. Und fertig ist eure Blumenkohl-Haselnuss-Suppe. Viel Spaß damit.